Auch in meinem nächsten Fall geht es um Geschwister, die das Schicksal auseinanderriss. Die 59-jährige Kerstin aus Sachsen-Anhalt hat einen Herzenswunsch. Meine große Sehnsucht liegt daran, dass ich gerne meine 5 Geschwister sehen möchte, wissen möchte, wo sie wohnen, wie sie leben. Ich bin in Apolda geboren und war dort 4 Jahre in einem Kinderheim. Ich weiß ja nicht, ob sie auch ins Heim gekommen sind. Das weiß ich alles nicht. Das sind so viele Fragen, wo ich gerne Antworten haben möchte. Die ersten 4 Jahre lebt Kerstin in einem Kinderheim. Sie entwickelt sich nicht altersgerecht und kann kaum sprechen. 1962 wird Kerstin dann von einem Lehrerehepaar adoptiert. Bei ihnen kann sie endlich eine glückliche, unbeschwerte Kindheit erleben. Sie haben eigentlich alles gegeben, was sich ein Kind wünscht. Zuneigung, haben mir sehr viel geholfen. Bessere Eltern hätte ich mir nicht wünschen können. 1968, im Alter von 11 Jahren, erfährt Kerstin, dass sie adoptiert wurde. Sie erhält ihre Geburtsurkunde mit dem Namen ihrer leiblichen Eltern sowie einen Brief aus dem Kinderheim. Darin steht, dass Kerstin 5 weitere Geschwister hat. Deren Namen werden jedoch nicht genannt. Und so kann Kerstin nie nach ihren Geschwistern suchen. Dass da noch welche sind und man kennt sie nicht, das ist das Schlimme. Ich möchte sie gerne kennenlernen. Das wäre das Wichtigste für mich. Ich möchte Kerstin dabei helfen, ihre Geschwister zu finden und bin mit ihr in Köln verabredet. Hallo. Hallo Julia. Hallo Kerstin. Herzlich willkommen. Danke, schön Hallo. Zu sehen. Dankeschön. Wie war die Reise? War sehr gut. Ja? Danke. Dann komm mit. Ja. Kerstin, du hast mich ja um Hilfe gebeten bei der Suche nach deinen 5 Geschwistern. Kannst du mir sagen, wie wichtig die Suche nach deinen Wurzeln für dich ist? Das ist ein Traum. Das wär ein Wunsch, der, also wie gesagt, man kann es in Worten gar nicht ausdrücken. Und dann natürlich so viele Fragen, die da offen sind. Was sind deine Fragen? Zum Beispiel, seid ihr zu Hause aufgewachsen? Bei der Mutter oder bei den Eltern? Oder seid ihr auch im Heim gewesen? Wie sie leben, ob sie verheiratet sind, ob sie Kinder haben, wo sie leben. Möchtest du auch mehr über deine Eltern erfahren? Ich denke mal, dass vielleicht, ich werde nun dieses Jahr auch 60 schon, dass meine Eltern vielleicht schon verstorben sind. Davon gehst du aus? Davon gehe ich aus. Mhm. Ist auch anzunehmen natürlich bei dem anzunehmen, Alter, dass, ne? Wie geht's dir heute, wenn du über deinen Lebensanfang nachdenkst? Ja, ich frage mich, warum meine Mutter das gemacht hat. Wenn ich jetzt ein Kind bekommen hätte, ich würde das nie abgeben. Das ist das Schönste, was es gibt, ein Kind zu haben. Kerstin, ich muss dir was sagen. Ich habe nach deinen Geschwistern gesucht. Ja? Ich habe mit meiner Suche da begonnen, wo alles begonnen hat, nämlich in Apolda. Aha. Da bin ich hingefahren und das möchte ich dir jetzt gern zeigen. Guck mal. Okay. Die Kleinstadt Apolda bildet mit Weimar und Jena ein Städtedreieck in Thüringen und ist weltberühmt für seine Glockengießerei. In Apolda wurde Kerstin 1957 geboren und hier beginnt meine Suche nach ihrer Familie. Also das hier im Hintergrund ist das Kinderheim, in dem Kerstin ihre ersten 4 Lebensjahre verbracht hat. Es ist leider mittlerweile geschlossen und es gibt auch keine Unterlagen mehr dazu. Deswegen habe ich schon vor einigen Wochen verschiedene Anfragen bei Behörden in der Umgebung gestellt und konnte leider nichts zu Kerstins Geschwistern rauskriegen, aber etwas zu ihrer Mutter. Und das könnte mir weiterhelfen. Das Einwohnermeldeamt Apolda konnte mir die letzte bekannte Adresse von Kerstins Mutter nennen. Außerdem wurde meine Vermutung bestätigt, dass beide Eltern bereits verstorben sind. Trotzdem möchte ich mich an dem ehemaligen Wohnort umhören. Also ich kann jetzt nur hoffen, dass sich irgendjemand an Kerstins Mutter oder die Familie Meier erinnert und mir etwas zu Kerstins Geschwistern sagen kann. In einer dicht bebauten Wohnsiedlung liegt das Haus, in dem Kerstins Mutter damals zuletzt lebte. Kann ich hier an neue Informationen kommen? So, 77? Dann muss da die 75 sein. Jawohl. Hier.
Nee, Maya ist nicht dabei. Das war eine alte Meldebescheinigung. Ich klinge mal irgendwo. Da ist ja richtig was los in dem Haus. Mehr so gar nichts. Da habe ich bald alle durch. Nee, da macht keiner auf. Vielleicht komme ich später noch mal wieder. Ich höre mich jetzt in der Nachbarschaft um. Guten Tag. Bitte? Ich suche jemanden und habe gesehen, dass hier ein paar Leute auf dem Balkon sind. Eine Christa Ruth Meier? Die hat da in der 75 mal gewohnt. Das, also der. Sagt Ihnen das was? Nee, ich wohne noch nicht lange hier. Nee. Also ich wohne 23 Jahre hier, der Name sagt mir gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Okay. Tschüss, danke. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einer Familie Meier mit 5 Kindern. Christa Ruth Meier. Na, wo sollen die da wohnen? In der 75. Wissen Sie nicht. Kennst du jemanden mit Meier? Meier? 5 Kinder. Nein, tut mir leid. Also die sind jetzt schon groß, die Kinder. Ich suche die Mutter. Ich bin zwar hier der Hausmeister, deswegen halte ich jetzt hier mal an. Ach so. Entschuldigung, Sie dürfen hier nicht parken. Ja, ich will. Ach so, ich dachte schon. Die ist nicht da. Das hat damit nichts zu tun. Ich dachte schon, Sie sagen mir, ich darf nicht fragen. Nein. Das schon. Oder? Was wollen Sie denn wissen? Eine Familie Christa Ruth Meier mit 5 Kindern. Ja, irgendwo hier. Genau. Und das ist aber schon eine Information aus den 90er Jahren. Oh Gott. Und da sind auch viele weggezogen hier und dazugezogen. Und Ihnen sagt es nichts? Nee, gar nichts. Ich habe zwar auch jetzt gewohnt eine ganze Weile, aber das sagt man gar nicht. Alles klar. Lächeln. Genau. Immer lächeln. Bitte lächeln. Sie können jetzt grüßen. Wen möchten Sie grüßen? Meine Frau möchte ich grüßen. Sehr gut. Meine ganze Familie und Bekannten und Verwandten. Ich auch an der Stelle. Und ich suche weiter. Danke. Viel Spaß noch. Tschüss. Danke. In der Plattenbausiedlung leben einige tausend Menschen. Hier jemanden zu finden, der sich nach so langer Zeit an Familie Meier erinnert, scheint mir mittlerweile fast unmöglich. Aber ich gebe nicht auf und frage mich weiter durch. Irgendjemand muss sich doch hier an die Meiers erinnern. Hallo, kennen Sie eine Christa Ruth Meier? Nein. Christa Ruth Meier, die muss hier mal um die Ecke gewohnt haben. Ich kenne Familie Meier. Mit 5 Kindern? Was waren etliche Kinder? Und die haben hier mal gewohnt? Die haben ja hier gewohnt, ne? Warum suchen Sie die? Weil es jemanden gibt, der die vermisst. Wissen Sie, was aus der Familie geworden ist? Oder wo die Kinder sind? Na, die Kinder sind verstreut. Ja. Ich kenne eine näher. Und das ist die Brigitte. Ja. Die kenne ich schon fast 50 Jahre. Haben Sie denn eine Adresse von der? Oder wissen Sie, wo ich die finden könnte? Ja, ich könnte sie Ihnen aufschreiben. Echt? Ja. Ach, das ist ja toll. Oh, hat sich aber das Hochgehen jetzt gelohnt. Dann warte ich hier. Ja? Ja? Alles klar, danke schön. Okay, wenn ich Glück habe, könnte das eine von Kerstins Schwestern sein. Das ist hier die Privatadresse, aber ich denke mir, dass sie im Garten ist. Im Garten? Ja. Ach, Sie meinen im Schrebergarten? Im Schrebergarten, ne? Und wo ist der? Ist der da auch? Nee, da ist im Turmblick und das ist gegenüber die Niederroslauer Straße. Und gibt es da auch eine Nummer oder so? Ja, ich glaube 75 oder 77, sowas. Bitte nicht die Brigitte anrufen. Ich möchte sie erst mal selber überraschen und auch vor allem mit ihr klären, ob sie überhaupt die Richtige ist. Mhm. Ja? Na? Hat denn die Brigitte mittlerweile einen anderen Namen? Ja, die heißt jetzt Glaser. Ach, da steht sie, Glaser. Brigitte Glaser. Alles klar. Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Gerne doch. Bin ich ganz froh, habe ich Glück gehabt hier im Haus. Dankeschön. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, das ist die Richtige. Auf zum Schrebergarten. So, das ist die 62. Ich suche die 75 oder 77. Der hört sich groß an. Hallo. Entschuldigung, die 75 ist ein Stück weiter hinten wahrscheinlich, ne? 57. Das könnte unten. Alles klar. Ich mach nichts. Herzlichen Dank. Da ist die 75.
Da ist auch jemand. Hinter der Hecke sehe ich einen Besen. Da bewegt sich was. Ich gehe einfach mal rein. Hallo? 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 Ach, kriegen Sie keinen Schreck. Entschuldigung, ich habe gerufen. Oh nein, ich wollte Sie nicht erschrecken. Hallo? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Julia Leischig. Sind Sie die Birgitte Glaser? Ja. Ja? Darf ich Sie fragen, ob Ihr Mädchenname Meier ist? Ja. Und die Eltern sind es Christa, Ruth und Vincent? Ja. Dann bin ich auf der Suche nach Ihnen. Um was geht's? Meinen Sie, wir können uns zusammensetzen und dann erkläre ich alles? Ja. Ja? Oh, jetzt habe ich Sie ja doppelt erschreckt, ne? Alles gut? Sind Sie aufgeregt? Ja. Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist deine Schwester. Danke. Wir sind dann zu ihr nach Hause gefahren. Ja. Und dann haben wir geredet miteinander. Ja. Sollen wir weiter gucken? Ja, gerne. Birgitte, ich bin ja hier, weil es jemanden gibt, der schon lange nach dir sucht. Ist dir bekannt, dass du noch eine Schwester hast? Also, wir haben davon gehört, aber nicht viel. Deine Schwester Kerstin sucht nach dir und nach euch. Was sagst du dazu? Wie ist es für dich zu hören? Ich freue mich. Ja? Ja. Ja. Ich freue mich, dass sie uns sucht und dass wir sie genauso lieb haben wie alle anderen Geschwister. Mit großen Herzen. Soweit Kerstin weiß, gibt's ja außer dir noch 4 Geschwister. Ja. Also wir sind 7 Mädchen. 7 Mädchen? Ja. Und 2 Jungs. Das heißt, ihr seid insgesamt 9 Geschwister? 9 Geschwister. 9? Ui. Ja. Und leben denn alle Geschwister noch? Ja, alle leben noch. Oh, das sind sehr gute Nachrichten. Ja. Habt ihr Kontakt miteinander? Ja. Also wir haben mit allen Kontakt, guten Kontakt. Alle 4 Wochen treffen wir uns zum Essen. Wirklich? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die Eltern nicht mehr leben. Die wären ja jetzt schon sehr, sehr alt, ne? Ja, also meine Eltern sind schon lange tot. Magst du mir vielleicht mal deine Eltern ein bisschen beschreiben, was sie für Menschen waren? Also meine Eltern waren lieb, wir sind gut aufgewachsen und es war nicht immer einfach. Aber wir haben uns alle super verstanden. Kannst du dir irgendwie erklären, warum deine Schwester zur Adoption freigegeben wurde? Hast du davon irgendwas mal mitbekommen? Nichts. Gar nichts? Nichts. Wo meine Mutter schon gestorben war, da habe ich das erfahren. Also ich frage mich dann auch, warum das halt so passiert ist. Aber wir können es nicht. Mutter hat es mit ins Grab genommen. Und ich habe ja dann selber gesucht. Aber Kerstin konnte ich nicht finden. Wäre es dir wichtig gewesen, sie zu finden? Ja. Ich glaube, deine Schwester wird ganz glücklich sein, wenn sie das hört. Ich freue mich sehr. Ja? Weil ich ja auch schon gesucht habe und jetzt ist es umgedreht, sie sucht uns. Also da freue ich mich wirklich. Verrückt. Und neugierig bin ich schon, wie sie aussieht. Ich habe dir natürlich ein Foto mitgebracht. Das ist deine Schwester. Oh. Das sieht aus wie meine Schwester Petra. Das gibt's nicht. Aber schön. Ja? Ja. Oh, ich freue mich. Dass ich das erste Mal ein Bild sehe. Vor 60 Jahren. Wir müssen vergehen, dass man sie sieht. Ja. Wenn sie hören wird, was sie hier für eine große Familie hat. Da wird ein Riesenwunsch in Erfüllung gehen. Ich denke. Jetzt wirklich. Oh, freue ich mich. Gut. Sehr gut. Ja. So viele seid ihr. 9. Deine Schwester hat dann versucht, alle Geschwister zu erreichen. Guck mal, was dann passiert ist. Und? Ja, ich habe sie alle erreicht. Ja?
Ja. Und, die kommen? Also, die kommen. Aber du hast noch nichts verraten. Nein, nichts verraten. Sehr gut. Die wollten es wissen, aber nichts. Hast nichts gesagt, gut. Ich habe dir aber noch was mitgebracht, ja, die nicht kommen können. Okay. Und zwar ist das Ilona. Ja. Und dann Joachim. Die beiden kommen nicht. Die können nicht, die wohnen ja in Mücke bei Gießen. Ja. Ah, okay. Und das ist jetzt zu weit. Das wird bestimmt eine große Überraschung jetzt, oder? Doch. Ja? Genau, so überrascht mich. Geht schon los. Es klingelt. Alles klar, dann gehen wir zur Tür. Ich glaube, die kommen. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Nicht erschrecken, die Fernsehen ist da. Ich bin die Julia. Julia Leiche, kenn ich. Das freut mich ja. Da kommen noch mehr. Nach und nach trudeln 5 der 8 Geschwister Kerstins ein. Und alle sind sehr gespannt, was Brigitte und ich zu erzählen haben. Hallo, ich bin die Julia. Ja. Freue mich. Eure Schwester wird euch gerne erzählen, warum ich hier bin. Julia ist heute hier, weil Schwester Kerstin uns sucht. Die sucht uns. Ja, genau. Die sucht uns. Freut ihr euch? Natürlich. Ja? Ja. Eure Schwester hat sich immer Geschwister gewünscht. Und das ist ihr allergrößter Herzenswunsch. Jetzt kriegt sie jede Menge. Jetzt kriegt sie jede Menge. Dass sie jetzt selber auch noch nach uns sucht, das ist dann noch eine Überraschung. Dass sie es ja selbst wünscht, uns kennenzulernen, das ist... Sehr sogar. Das ist dann noch mal... Gegenteil, ich glaube, sie ist eher aufgeregt, ob sie bei euch so willkommen ist. Ja, sie gehört dann immer zur Familie. Ja? Sie ist dann, gehört dann immer zu uns jetzt. Was soll ich ihr denn sagen von euch? Was soll ich ihr bestellen? Dass wir uns freuen, sie kennenzulernen. Herzlich willkommen. Ja. Ja. Herzlich willkommen jetzt. Schön. Ja. Hallo Kerstin, hier sind einige von deinen Geschwistern und wir freuen uns, wenn wir uns endlich sehen. Jo. Hallo. Sehr gut. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Damit hätte ich nicht gerechnet. Deine Geschwister sind alle gekommen. Ehrlich? Bis auf Petra aus gesundheitlichen Gründen sind sie da und wollen dich alle in die Arme schließen. Sie freuen sich sehr auf dich. Ich bring dich zu deinen Geschwistern, ja? Ja. Vor fast 60 Jahren wurde Kerstin von ihren Geschwistern getrennt. Warum ihre Eltern sie in ein Heim gaben, das kann heute niemand mehr sagen. Doch jetzt ist Kerstin einfach nur glücklich, dass ihre lange Suche nun endlich ein Ende hat. Kerstin, jetzt ist es soweit. Da vorne um die Ecke warten deine Geschwister auf dich. Du kannst zu ihnen gehen. Ja? Ja. Danke. Ja, sehr schön. Du hast unter mir gesucht? Auch, ja. Ich habe nach dir gesucht. Aber wir freuen uns. Sehr schön. Mensch, so schön euch zusammen zu sehen. Ich glaube, ich kann dich in aller Ruhe hier zurücklassen. Du bist in besten und vielen Händen. Alles, alles Gute. Danke, danke, danke. Alles Gute. Danke.
Kerstin fällt ein Stein vom Herzen. Offen und liebevoll wird sie von all ihren Geschwistern empfangen. Und von einem Moment auf den anderen ist sie ein Teil der großen Familie.